Lieber Holger, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, ein kurzes Grußwort von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung zu dieser doch wirklich traditionellen Veranstaltung. Das war eine der ersten Veranstaltungen, die ich damals mitgemacht habe. In Papenburg war es, in der Kesselschmiede, ich glaube 96 war es um den Dreh, und das war wirklich imposant und beeindruckend. Wir sind in bewegten Zeiten. Wenn man die Nachrichten sich anhört, in der Bundesrepublik, aber auch in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, da ist ein Thema ganz oben an: die Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Finanzkrise ist auf die Realwirtschaft übergegriffen, und das sind Themen, mit denen wir uns hier im Deutschen Bundestag, aber auch wir im Europäischen Parlament jeden Tag beschäftigen. Diese Finanzkrise ist von Menschenhand gemacht, die kam nicht so über uns und ist ein Produkt aus individueller Gier und falscher Politik. Ich will heute aber nicht über die Finanzkrise reden, sondern über Europa. Wir haben wichtige Wahlen am 7. Juni zu bestreiten, die Europawahlen. Und Europa ist eine faszinierende Sache. Bloß Europa wird zurzeit leider falsch regiert. Es gibt 18 Staats- und Regierungschefs, die dem Mitte-Rechts-Lager angehören, und die haben eine Eigenart. Eine Eigenart. Die schicken meistens nicht sozialdemokratische Kommissare in die Europäische Kommission. Und die Kommission ist dafür verantwortlich, welche Gesetzesentwürfe auf den Weg gebracht werden. Und da haben wir in den letzten 5 Jahren viele Rückschläge bekommen. Gerade was Arbeitnehmerfragen angeht und soziale Fragen angeht. Und wir haben nicht nur eine Finanz- und Wirtschaftskrise, sondern Europa ist auch in der Krise. Denn die Menschen in Frankreich, in den Niederlanden, haben den Verfassungsvertrag abgelehnt. Dann wurde nachgebessert und es wurde ein neuer Reformvertrag, so wurde das Kind dann genannt, auf den Weg gebracht. Sicherlich hätte man an der einen oder anderen Stelle nachbessern können. Hätte ich mir sicher das Soziale, dass es noch mehr unterstrichen wird. Aber im Großen und Ganzen ist der Reformvertrag ein gutes Werk, und ich glaube, die Menschen haben den Reformvertrag nicht abgelehnt, weil der Text nicht stimmig ist, sondern weil in Europa zurzeit soziale Kälte herrscht. Das will ich an ein paar Themen deutlich machen. Es gab einen Vorschlag der Europäischen Kommission, Gareth, damals noch zu deinen Zeiten, die Bolkestein-Richtlinie, die Dienstleistungsrichtlinie. Denn dieses Gesetz, so wie die Kommission es vorgeschlagen hat, ins Gesetzblatt gekommen wäre, dann hätte es zu sozialer Kälte geführt und zu sozialem Unfrieden in Europa geführt, denn dort war dieses unsägliche Herkunftslandprinzip implementiert. Das hätte bedeutet, wenn hier in Osnabrück ein Handwerker aus einem anderen Mitgliedsland einen Auftrag ausgeübt hätte, hätte er sich an die Sicherheitsstandards und auch an die Tarifstandards aus seinem Mitgliedsland halten müssen. Und das hätte zu sozialen Verwerfungen geführt. Das konnten wir, Gott sei Dank, im Europäischen Parlament in zweiter Lesung gerade biegen, denn im Europäischen Parlament ist man dann doch auf die Sozialdemokraten angewiesen, in zweiter Lesung. Dort braucht man eine qualifizierte Mehrheit, und da kann man nicht an der sozialdemokratischen Fraktion vorbei. Es gibt aber auch noch Themen, die uns Niedersachsen berühren, und Bernd Behlau, da haben wir das Volkswagengesetz. Das VW-Gesetz hat immer in Niedersachsen dafür gesorgt, dass die Standorte gesichert werden und dass auch vernünftige Arbeitsbedingungen bei Volkswagen herrschen. Und dieses Gesetz soll angegriffen werden. Es ist ein neues Gesetz der Bundesregierung vorgelegt worden, und ich glaube, die Kommission ist erst in Abwartehaltung und hält sich dort ein wenig zurück, aber nur bis nach den Europawahlen. Denn die Grundidee hat sich nicht geändert. Und das werden wir zu den Europawahlen thematisieren, dass wir ganz klar für die Beibehaltung des Volkswagengesetzes stehen. Und da gibt es ein anderes Ding. Das sind die deutschen Sparkassen. Ich habe ja eingangs gesagt, wir sind in einer Finanzkrise. Da hat man jetzt auch ein bisschen zurückgeschaltet. Aber man möchte eigentlich das deutsche Sparkassenwesen in der Form, wie wir es heute kennen, nicht beibehalten. Sondern Privatbanken sollen die Möglichkeit haben, sich dort einzukaufen. Begründung der Europäischen Kommission war, die deutschen Sparkassen würden den freien Kapitalverkehr in der Europäischen Union stören. Und ich muss sagen, das ist eigentlich ein Hohn, ist das. Wenn jemand den freien Kapitalverkehr in der Europäischen Union zurzeit nicht stört, dann sind es die deutschen Sparkassen, Genossenschaftsbanken
und Volksbanken. Und darum werden wir auch dieses Thema, das ist ein greifbares Thema für uns im Europawahlkampf, diskutieren und mit den Menschen besprechen. Politikkonzepte stehen zur Abstimmung am 7. Juni. Ich glaube, wir als Sozialdemokraten müssen unsere Programme nicht umschreiben. Da sind die anderen, die vielleicht Nachholbedarf haben. Wenn man sich dann die Parlamentskollegen aus anderen Fraktionen anschaut, wie die vor 2 Jahren gesprochen haben und wie sie heute reden, dann möchte man ihnen am liebsten ein Mitgliedsformular der SPD oder der SPE mit in die Hand geben. Zum Thema Finanzmarkt haben wir vor 2 Jahren eine Diskussion gehabt, dass wir die Ratingagenturen, dass wir dort gesetzliche Grundlagen schaffen wollen, dass Managergehälter eingefroren werden und dass bestimmte Finanzprodukte verboten werden. Das war ein Vorschlag, den wir eingebracht haben ins Parlament mit unserem Fraktionsvorsitzenden Martin Schulz, der auch übrigens unser Personalvorschlag für die Europäische Kommission ist. Die anderen haben keinen Vorschlag. Da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen noch das ein oder andere Mal nachfragen, wen wollt ihr denn dahin schicken? Da bin ich mal gespannt. Und als wir die Aussprache hatten, da wurde Martin Schulz betitelt, als er das vorgetragen hat, die Vorschläge von liberalen Fraktionsvorsitzenden Graham Watson. Sie hörten die Rede von Herrn Schulz, Sie hörten die Stimme der Vergangenheit. Aber das hat sich komplett gedreht. Zurzeit blinken die Links, aber ich glaube, und die Gefahr besteht, dass nach der Europawahl wieder rechts abgewogen wird. Darum geht es am 7. Juni, dass wir ganz klar einstehen, ein soziales Europa. Und wir haben einen Punkt, der uns ganz wichtig ist. Der Kommissionspräsident, der auf die Unterstützung der Sozialdemokraten zählen will, muss uns eins versprechen, dass jedes Gesetz einer sozialen Folgenabschätzung unterläuft. Und das werden wir abprüfen, gleich zu Anfang werden wir das einfordern, denn dann, wenn Europa wieder die sozialen Themen besetzt, dann werden die Menschen auch die Zustimmung haben und dann bin ich mir auch gewiss, dass es Zustimmung zum Reformvertrag geben wird und dafür werden wir kämpfen bis zum 7. Juni. Wir haben in dieser Woche plakatiert, ich habe gerade nochmal mit den Geschäftsführern gesprochen, es sind ja außergewöhnliche Plakate dieses Mal zur Europawahl und es beschäftigt die Menschen und sie werden wahrgenommen. Ich habe selten erlebt in Wahlkämpfen, dass Plakate so dermaßen wahrgenommen werden und die Umfragen für uns sind recht gut. Wir sind jetzt bei 31 Sitzen, bei 30% zur Europawahl und wir müssen weiterkämpfen, die Ärmel hochkrempeln für ein soziales Europa, wo Arbeitnehmerrechte gestärkt werden und wo ganz klare Spielregeln für die Märkte geschaffen werden. Und dann ist mir nicht bange vor dem 7. Juni und auch nicht, was das Projekt Europa angeht. Ich wünsche dem Mahl der Arbeit, Holger, einen guten Verlauf und es ist eine schöne Tradition und fortführt die